kleine Gartensachen mit Carlito Cheboia. Guten Morgen aus dem heißen Wien. Und ich wollte euch jetzt einmal im Gegenzug zu anderen Videos zeigen, wo sie anscheinend meinen, sie können die Ananas einfach drehen und den Stumpf einfach in die Erde setzen und dann möglicherweise kommt 4 Monate später eine Ananas. Das ist leider nicht so. Ich möchte euch zeigen, weil ich mache das jetzt schon relativ lange. Ich wollte euch jetzt nur zeigen, wie man es wirklich macht. Also nehmen wir mal an, das ist die Ananas und wir drehen wirklich mit Schmackes in diese Richtung und setzen ihn dann für seidige 3 bis 4 Wochen ins Wasser. Was passiert? Ich möchte euch das ganz kurz zeigen. Dann entstehen Wurzeln, ja? Und sobald Wurzeln entstehen, kann man es in die Erde reingeben. Also alles andere ist leider Gottes nicht wirklich so. Ich habe auch noch eine zweite, also 1, 2. Und auch bei der zweiten sind die Wurzeln schon da. Das könnt ihr probieren, das geht relativ schnell. Ihr müsst unten nur, wenn ihr es dreht, die ersten, ich gebe immer 15 bis 20 Blätter, reiße ich runter und die werden wirklich groß, wird eine wunderschöne, wunderschöne Pflanze. Und dann möchte ich euch noch etwas zeigen, nämlich wir essen relativ viele Avocados. Ich weiß, für die Umwelt nicht das Beste, aber bei uns wachsen es leider nicht und gesund sind es trotzdem. Und ich wollte euch da etwas zeigen. Wie das ausschaut, wenn ein Avocado-Kern, bringt nämlich auch nichts, den einfach nur in die Erde zu stecken und darauf zu hoffen oder gegebenenfalls einzuwickeln in eine Küchenrolle und dann auf 3, 4 Wochen irgendwo liegen zu lassen. Dieses stimmt nämlich auch nicht, weil die Avocado beginnt zu schimmeln und stirbt. Also ich möchte euch das auch ganz kurz zeigen. Bin gleich wieder da, ich hole sie nur. So, meine Freunde, da bin ich wieder und auch meine Avocado, die mittlerweile wirklich schön ist. Und auch diese muss wurzeln, sonst wird das nichts werden. Also, was mache ich? Ihr seht, ich habe immer 4 Zahnstocher, damit sie im Glas schön drinnen bleiben. Dann mache ich nichts anderes, wie ich gebe sie in ein Glas, wechsle das Wasser jeden zweiten Tag, damit sie frisches Wasser hat und irgendwann einmal nach 3 bis 4, 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen, man weiß es nicht, wie lange es ist, kommt unten ein weißes Zapferl raus, das ist die Wurzel, die lässt man dann wachsen und irgendwann einmal, so wie bei mir, kommen dann die Blätter. So, was machen wir jetzt damit? Warten wir ab, Avocado-Baum wird ca. 25 bis 30 Meter hoch, denke nicht, dass er das überleben wird bei mir, aber ich finde trotzdem, es ist eine nette Pflanze und wir schauen einmal über den Sommer, wie groß sie wird und wenn ich sie zum Überwintern bringe oder schaffe, dann werde ich euch das auch zeigen. Und wer Avocados in dieser Form haben möchte, schreibt es mir unten in die Kommentare einfach rein. Ich habe glaube ich 10 drinnen und die wurzeln alle wie wahnsinnig, also ihr könnt einen Avocado-Wald anbauen. Verschiffen kann ich leider nicht nach Brasilien, weil das würde sie nicht überleben, aber eine gute Idee, schaut's. Und so schaut dann die Spitze aus, sind ganz liebe Blatteln. Und dann mal schauen, was passiert. Und ich zeige euch, ich setze die Ananas dann einfach einmal ein und dann schauen wir vielleicht in einem zweiten oder in einem dritten Video, ob eine Frucht kommt, womöglich. Also, aus meinem Garten, hip hip hurra, schönen Sommer, baba.